Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir die Amazonas Trip to God vorstellen. In dieser Frequenz wird 432 Hertz gekoppelt mit Epsilon-Frequenzen und in diesem Video gehe ich ganz detailliert darauf ein, wie du damit mystische Bewusstseinszustände erleben kannst. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich diese Frequenz veröffentliche. Denn ich arbeite ja schon seit vielen Jahren an Epsilon-Frequenzen. Meine gesamte Forschung geht in diese Richtung Epsilon-Frequenzen und dann in Kombination mit High-Gamma-Frequenzen sehr, sehr extreme oder mystische Bewusstseinszustände zu erleben. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich diese Frequenz veröffentlichen soll oder diese Technologie veröffentlichen soll, eher anders gesagt. Und ich habe beschlossen, dass ich diese Technologie in diese Frequenz einbaue, in die Amazonas Trip to God Frequenz. Warum nenne ich sie so? Oder was ist Epsilon? Was ist 432 Hertz? 432 Hertz ist es ist eigentlich die Gottesfrequenz. Das ist die Frequenz, wo die komplette Harmonie, wo das Universum, die ganzen Abstände und alles immer auf diese Zahl zurückzuführen sind. Unter diesem Video verlinke ich dir zwei Dokumentationen, die kannst du dir ansehen. Und so wirst du die Wichtigkeit von 432 Hertz herausfinden. Und das ist eines der Frequenzen, die vor allem am meisten in der Wissenschaft, wo am meisten herausgefunden wurde. Was noch ganz interessant ist, sind Epsilon-Frequenzen. Epsilon-Frequenzen, wenn du die Bewusstseinszustände kennst, sind die Frequenzen, die dich in die Lichtwelten hineinführen. Man könnte sagen, wenn man geboren wird, hat man in den ersten paar Monaten Epsilon-Frequenzen, das ist 0,0 Hertz bis 0,5 Hertz. Und dann geht das Gehirn hinauf in den ersten paar Jahren auf 4 Hertz und dann wird man noch älter, man wird dann so 10 Jahre. Und dann geht es rauf in den Theta-Bereich, also von unteren Theta bis zu oberem Theta bis 8 Hertz. Und dann kommt man so ein bisschen aus der Schule raus, dann ist man in diesem Alpha, in dieser Alpha-Zone, also auch in der Schule schon Alpha. Und dann wird man dann reif, geht dann in die Arbeit und dann kommt dann die Beta-Zone. Und die Beta-Zone, das ist so die Zone, wo man halt sich im normalen Alltagsbewusstsein befindet. Und wir wissen ja alle, weil wir Kinder waren, waren wir in einem anderen Bewusstseinszustand. Und wenn man halt erwachsen ist, dann ist man in der Regel im Beta-Bereich. Und wenn man dann Stress hat, dann geht es dann hinauf in Gamma-Zonen hinein. Und meine Idee war es, die Frequenz, von wo wir herkommen, also diese 0 bis 0,5 Hertz zu nehmen und damit zu experimentieren. Und in der Natur der Forschung, man nennt das EEG of Death, also die haben Menschen angeschlossen, wenn sie, während sie gestorben sind am EEG, also im Krankenhaus, und haben dann gesehen im Todesprozess, was läuft da im Gehirn ab. Und da haben die immer gesehen, dass diese High-Gamma-Wellen kommen und gleichzeitig halt diese tiefen Epsilon-Frequenzen. Und meine Idee war es, das nachzubauen, also nicht, dass man den Tod simuliert, sondern dass man diesen Zustand, die Connection zum den Austritt aus dem Körper und die Connection in das Göttliche, dass man die irgendwie aufbaut und simulieren kann. Und da habe ich einige Jahre lang damit herumgeforscht, mit Technologien, mit der richtigen Epsilon-Frequenz und mit der richtigen High-Gamma-Frequenz und die Kombination. Und diese Technologie habe ich jetzt in dieser Frequenz zum allerersten Mal eingebaut. Das ist auf jeden Fall, ich will da gar nicht zu viel drüber erzählen, weil hört ihr einfach und drunter auf Soundcloud die Demos an und du wirst wahrscheinlich nach ein paar Minuten schon etwas erleben. Ob das jetzt ein DMT-Tunnel ist, ob das die komplette Loslösung deines Körpers ist, ob du da sitzt und auf einmal dir denkst, so hey, wo ist meine Hand hin und so, oder ob du den typischen körpereigenen DMT-Tunnel erlebst, deine außerkörperliche Erfahrung, einen luziden Zustand, was auch immer. Da verweise ich dich auf jeden Fall auf das Nutzungsvideo und das solltest du bei dieser Frequenz in jedem Fall anschauen, um da einen Effekt zu erleben oder einen starken Effekt zu erleben oder
ziemlich krasse mystische Erfahrungen zu indizieren. Das ist ganz wichtig, ja. Was ist noch wichtig? Ja, ich könnte wieder stundenlang über 432 Hertz reden oder über Epsilon-Frequenzen, aber ich will es mal in diesem Video mal sehr kurz halten. Ich möchte einfach sagen, es gibt in dieser Frequenz zwei Versionen. Die erste Version ist die normale Version. Das ist eine Live-Aufnahme im Amazonas, wo du eine Stunde lang wirklich im Amazonas bist mit einer sehr hohen Auflösung. Das heißt, du hörst wirklich das volle Ambiente, eine Dissoziation von echten Vögeln, von echten Tieren im Amazonas. Und wir zapfen dann natürlich auch das morphische Feld vom Amazonas an. Nicht zum Spaß wurde ja Amazon so bekannt und so groß, weil es ja auch das morphische Feld von Amazonas angezapft hat. Was morphische Felder sind, das sind Felder, da hat der Rupert Sheldrake viele Jahre lang Studien durchgeführt und hat herausgefunden, dass jedes Objekt, jeder Mensch und alles ein eigenes morphisches Feld hat und man kann sich mit diesem Feld verbinden. Aber da kannst du einfach googeln und dich da recherchieren über das Thema. In jedem Fall bist du eine Stunde lang im Amazonas und das wirst du merken. Ja. Dann wirst du im Hintergrund, also bei der normalen Version ist deine normale Musik auch noch dabei, also eine MDR-Musik, wo sich alles noch ein bisschen bewegt, was noch viel intensiver dissoziiert und auch so ein bisschen schamanische Musik dahinter. Und die wird dich sehr, sehr schnell in eine Trance hineinführen. Zusätzlich wirst du dann im Hintergrund 432 Hertz hören. Das ist so ein Piepston, so ein Piep, aber ganz, ganz leise. Und versuch dich, während du das hörst, mit diesem Ton zu verbinden und zu verschmelzen mit diesem Ton. Und dann hörst du im Hintergrund nochmal eine Epsilon-Frequenz und die fängt bei 0,5 Hertz an und geht hinunter auf 0 Hertz. Und Epsilon ist sowas Pop, Pop. Und die wird im Laufe der Frequenz immer nicht leiser, sondern sie hat eine andere Amplitude und geht auch immer tiefer auf 0 Hertz. Das heißt, es kann, wenn du diese Frequenz nicht trainiert hast, kann es passieren, dass du binnen weniger Minuten einschläfst, weil dein Gehirn wird unmittelbar nach maximal 6 Minuten glauben, du bist im Tiefschlaf und wird versuchen, deinen Körper und dein ganzes System runterzufahren. Und wenn du dich in dieser Phase wach hältst, dann wird der körpereigenes DMT ausschütten und dann gibt er dir die volle Ladung mit und dann erlebst du voll die krassen Sachen. Mit krassen Sachen meine ich richtig was Cooles. Du kommst in Lichtwelten rein, DMT-Tunnel und also alle, die das mal genutzt haben oder mal Ayahuasca oder Steppenraute oder was auch immer genommen haben, werden nach 10 Minuten sagen, ich nehme nie wieder irgendwelche Substanzen, weil da habe ich was 10-mal krasseres und was viel intensiveres und das sogar mit meinem eigenen Körper, eigenen DMT. Das kann ich dir mal versprechen. in jedem Fall, das ist die erste Version, also die normale Version. Dann gibt es noch eine zweite Version, da ist nur das Ambiente vom Amazonas und diese zwei Frequenzen. Und versuch dich auch, wenn du dieses Bap, Bap, Bap hörst, darauf einzulassen und voll loszulassen und diese Vögel werden dich so dissoziieren, dass du am allerbesten einfach da liegst und komplett loslässt und dich einfach voll auf diesen Ton und die Kunst, und das ist das Geheimnis dieser Frequenz, ist, dass die Epsilon-Frequenz so bap, bap, bap läuft und die 432 Hertz im Hintergrund läuft und dadurch connected man, also natürlich gehört, ist da noch mehr Technologie, denn nicht nur diese zwei Sachen. Aber das Gehirn, also eine veränderte Amplitude, wo das Gehirn die Amplitude bei jedem Bap nicht wiedererkennt, weil eine andere Amplitude dahinter ist zum Beispiel. Und dadurch wirkt sie viel intensiver. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren herausgefunden habe. Wenn du nur eine Amplitude laufen lässt und das Gehirn hört das, dann sagt das Gehirn, ja, kenne ich schon, interessiert mich nicht mehr. Aber wenn während der Frequenz die Amplitude sich konstant ändert, das kriegst du vielleicht so nicht bewusst mit, dann wird das Gehirn immer sagen, bei der jeden Frequenz, die dann kommt, wow, was ist das, was Neues? Und dann wird das Gehirn damit arbeiten und diese Frequenz annehmen. In jedem Fall hast du bei dieser zweiten Version halt nur das Ambiente und die Frequenz und dieser Piep, dieses Bap, 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 das Binaural und der 432 Hertz ist isochron, das heißt, das Gehirn
Und du wirst dann dieses Bap nicht als Bap hören, sondern du wirst glauben, dass 432 Hertz damit gebrochen wird und dann diese Epsilon-Frequenz in 423 Hertz schwingt, 32 Hertz schwingt, ja. Und das wird dann einen Effekt auslösen, der halt zu diesem körpereigenen DMT führt. Es kann sein, dass du die ersten paar Male, wenn du diese tiefen Frequenzen nicht gewohnt bist oder dein Gehirn es nicht gewohnt ist, dass du einschläfst. Das ist nicht tragisch. Ja. Ich empfehle dir auf jeden Fall, das Nutzungsvideo anzusehen, da dort wirst du lernen, wie du diese Frequenz und wann du sie am effektivsten nutzen sollst. Und vor allem, wenn du jetzt wirklich bewusst mystische Erfahrungen induzieren willst, wie DMT-Trips, Ayahuasca-Trips, wie außerkörperliche Erfahrungen, also Astralreisen, wie luzide Zustände und jegliche anderen Formen von Bewusstseinszuständen oder eine volle Harmonie mit dem Universum erleben, dann hört dir auf jeden Fall das Nutzungsvideo zu dieser Frequenz an, denn dort erkläre ich dir, wie du das Ganze aufbaust und wie du das Ganze koordinierst, damit der Körper das auch richtig indiziert, also mit einer Schlafunterbrechung zum Beispiel. Ja. Da gibt es auch ein eigenes Video dazu. Dann, was du auf jeden Fall erleben wirst, wenn du die Frequenz gehört hast, dass du, wenn du sie wegtust und du kommst in einen normalen Bewusstseinszustand wieder zurück, dass du vielleicht am Anfang noch so einen leichten Piepston hörst, der verschwindet dann mit der Zeit. Und du wirst in dir eine ultimative Harmonie und eine Verbindung zum Universum, zum ganzen Kosmos fühlen. Du wirst dich fühlen, als ob du das Universum bist. Und wenn du das dann öfter hörst, diese Frequenz, dann wird dieses Gefühl immer intensiver, weil 432 Hertz ist die Frequenz des Kosmos. Das ist die Frequenz, die das ganze Universum und alles im fraktalen Bereich miteinander verbindet und verschmelzt. Wie gesagt, da sieh dir einfach dazu die Sonneck. Geometrie, Frequenzen, die Dokumentation darüber an. Das sind zwei Dokus, die sind ultimativ krass. Und die werde ich dir hochladen und schau das auf jeden Fall an. Das wird alles verändern. Ja. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja. Also, wie gesagt, es sind zwei Frequenzen. Und ja, ich will gar nicht viel drüber reden. Hör dir einfach die Demo an und lass dich darauf ein und du wirst überrascht sein, was passiert. Es ist übrigens auch in Amazonas kein Loop, sondern es ist eine komplette 60-minütige Live-Aufnahme. Das heißt, du wirst immer irgendwas anderes erleben und dein Gehirn wird nicht sagen, oh, ist ein Loop und oh, kenne ich und dann wirst du wieder anfangen zu denken, sondern du kannst auch mit den Codewörtern vom Gate-Programm in Kombination zusammenarbeiten und dann wirst du viel intensiver auch diese anderen Bewusstseinszustände erleben. Das ist auf jeden Fall jetzt ein Durchbruch, den ich jetzt veröffentliche mit dieser Frequenz, woran ich viele Jahre geforscht habe. Und ich habe gewartet auf den Tag, wo ich sage, okay, jetzt ist die Technologie so weit, dass man sagen kann, jetzt wird sie was verändern. Ja? Und jeder wird gleich was merken. Und wenn du nicht sofort was merkst, dann hör es einfach ein paar Mal an oder hör das Nutzungsvideo an. Dann trainier damit und dann wirst du sehen, da wirst du was erleben. Und ja, hör einfach mal die Demo an und lass dich überraschen, was passiert. Wichtig ist, Schlafmaske rauf, dass du nicht siehst, Augen zu im Liegen oder wie auch immer in der Meditationshaltung und lass dich einfach darauf ein. Und ich wünsche dir jetzt schon mal eine schöne Reise und eine Reise, eine Verbindung mit dem Göttlichen, ein Connection zum Zuhause, von wo wir alle herkommen. Und ja, mehr will ich da gar nicht dazu sagen. Lass dich überraschen. Also, bis bald.